Ute Hermanns ist Übersetzerin, Kulturmanagerin, war lange Zeit über den DAAD in Brasilien und hat sich auf brasilianische Literatur und Film des 20. Jahrhunderts spezialisiert. Und Douglas Pompeo hat vor nicht allzu langer Zeit seine Dissertation beendet zu Kurt Meyer-Claas und einer der wichtigsten Figuren für den Austausch, den Dialog zwischen Brasilien und Deutschland. Und ich bin froh, dass wir zwei so gestandene Experten oder Expertinnen haben gewinnen können für diese Veranstaltung zu Lourenço Fonseca. Und damit gebe ich das Wort weiter. Also, schönen guten Abend, sehr geehrte Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Zuerst möchte ich dem IAI für die Möglichkeit danken, Ihnen allen heute die Erinnerungen an Berlin, die Reminiscences de Berlin von Ruben Fonseca vorstellen zu dürfen. Danke an das Team, das diese pandemiebedingte aufwendige Vorbereitung und Durchführung dieses Abends begleitet hat und begleitet. Dann danke ich Dr. Peter Birle für die Aufnahme der Übersetzung der Erinnerungen an Berlin als Hommage an Ruben Fonseca in die Publikationen außer der Reihe auf der Webseite des Instituts. Der Text, den wir heute lesen, zeichnet den Mauerfall aus brasilianischer Perspektive nach und kommt dabei auch auf das Iberoamerikanische Institut und seine Bibliothek zu sprechen. Er zeigt die Zeit des Umbruchs nicht nur der beiden Deutschlands, so viel wie der Welt auf. Auch ist es eine Hommage an Menschen, die sich mit Brasilien auseinandergesetzt haben und solchen, die das noch heute tun. Ich möchte auch Reinhard Sauer danken vom Goethe-Institut und Dr. Janek Scholz von der Uni Köln dafür, dass sie mich bestärkt haben, diesen Text zu übersetzen. Frau Daniela Rothfuß vom Marcel-Staden-Institut und Professor Dr. Willi Bolle für die Idee, diese Hommage in Brasilien zu verbreiten. Maria Aparecida Barbosa und Werner Heidemann danke ich für die Aufnahme des Textes in den Band A Literatura de Expressão Alemã no Brasil e a Literatura Brasileira em Expressão Alemã. Zuletzt möchte ich dann Dr. Friedhelm Schmidt-Welle danken vom Iberoamerikanischen Institut und Douglas Pompeo von der Staatsbibliothek, dass sie diese Hommage begleiten. Douglas Pompeo wird heute den portugiesischen Originaltext lesen und im Rahmen seiner Forschungen etwas zur verlegerischen Situation sagen, als man noch einen deutschsprachigen Verlag suchte für die Werke von Ruben Fonseca. Und ich danke natürlich zuletzt Ihnen allen, dass Sie trotz dieser bedrückenden Lage, dieser furchtbaren Pandemie, den Weg hierher gefunden haben. Gut, ich möchte jetzt erst ein paar Worte noch zum Autor sagen. Ruben Fonseca ist am 11.05.1925 geboren und ist am 15.04.2020 gestorben. Er studierte Jura in Rio, arbeitete 8 Monate als Kommissar bei der Polizei in São Cristóvão in Rio de Janeiro. Seine Erfahrungen aus dieser Zeit geben ein reiches Material für seine Literatur ab. In dieser Zeit hat er sehr viel erlebt, doch die Arbeit hat ihn sehr belastet. Er arbeitete dann als Anwalt, war Dozent, studierte Rechtswissenschaften in Boston und New York. Er arbeitete als Verwaltungsbeamter in unterschiedlichen Positionen, zuletzt als Direktor der Elektrizitätsgesellschaft Light in Rio de Janeiro. Danach widmete er sich ausschließlich der Literatur. Er schrieb Kurzgeschichten, Chronikas, also Erzählungen ausgehend von historischen Begebenheiten, Romane, Drehbücher. Er selbst bezeichnet sich als unersättlichen Leser und hatte ein unendliches Wissen und ein riesiges Repertoire über Autoren und deren Werke in der ganzen Welt. Er las alles. Seine Literatur wurde als Realismo Feroz, also wilder Realismus, von Antonio Candido beschrieben und Alfredo Bosi weist ihm in seiner Anthologie zur brasilianischen Kurzgeschichte den brutalistischen Yankee-Stil zu. Jetzt fragen Sie sicher, wie ich überhaupt auf Ruben Fonseca komme und wie ich ihn kennengelernt habe. Ich wollte eine Studienarbeit in den 80er Jahren über brasilianische Kurzgeschichten schreiben. Bei Carlos Alberto Azevedo am Lateinamerika-Institut besuchte ich ein Seminar zur brasilianischen Kurzgeschichte. Ich war begeistert von den Erzählungen Ignacio de Loyola Brandão's, Cadeiras Proibidas und Ruben Fonseca's Feliz Ano Novo. Im Iberoamerikanischen Institut las ich schon damals die Erzählungen von Ruben Fonseca, Os Prisioneros, Lucia McCartney, Feliz Ano Novo, O Cobrador.
Die Kurzgeschichte als konzentrierte, epileptische Form war besonders geeignet, Inhalte zu transportieren, denn der bearbeitete Stoff muss allgemein verständlich sein und wegen der knappen Form muss eine Dichte in der Darstellung von Problemen und/oder Konflikten geschaffen werden. Der Autor muss ein Problem in seiner Gesamtheit erfassen und kann dessen Verankerung in den gesellschaftlichen Zusammenhang nur über Anspielung und Andeutung leisten. Das heißt, Hintergründe eines Problems werden nur indirekt thematisiert. Ruben Fonseca war ein Meister dieser Form und revolutionierte die Kurzgeschichte, was in seiner Erzählung Intestino Grosso, einem fiktiven Interview, deutlich wird. Er distanziert sich von modernistischen, regionalistischen und intimistischen Autoren und beschreibt sein Umfeld. Io morava in un edificio di appartamentos nel centro della città e da janela do meu quarto via anúncios coloridos in gas neon e via barulho de motores de automóveis. Auf Deutsch, ich wohnte in einem Hochhaus mit Apartments im Stadtzentrum und vom Fenster meines Zimmers sah ich bunte Werbeanzeigen in Neon und hörte den Motorenlärm von Autos. Wie kam es dazu, dass ich Ruben Fonseca persönlich kennenlernte? 1985 erhielt Ruben Fonseca die Goethe-Medaille für den Roman Agrandi Arti und damit verbunden aber ein zweimonatiger Aufenthalt mit Lesungen in mehreren Städten Deutschlands, auch in Berlin. Damals wickelte Internationis diese Besuche ab. In der Bundesrepublik und der Bevollmächtigte der Bundesregierung in Berlin-West war für Berlin zuständig. Wir lernten uns in der Paris-Bar kennen, wo einige brasilianische Autoren und Journalisten als Gruppe von Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin-West eingeladen waren, um im Anschluss an ein Mittagessen Berliner Buchläden kennenzulernen. Ich erinnere mich noch an die Autorenbuchhandlung am Savignyplatz, die wir besucht haben. Nach einigen Lesungen und Auftritten in Westdeutschland kehrte Fonseca nach Berlin zurück, wohnte im Storchwinkel 12 in Halensee. Ich habe ihn dann zu verschiedenen Orten begleitet, die er kennenlernen wollte, war bei seinen Lesungen am Lateinamerika-Institut und im Haus der Kulturen der Welt dabei, zeigte ihm die Gemäldegalerie, besuchte mit ihm Carlos Azevedo, meinen Dozenten, Kollegen und Freunde, darunter auch Erhard Engler und Christina Engler, von denen wir noch hören werden. Und für Erhard Engler hat Ruben Fonseca tatsächlich damals schon Bücher über die Grenze nach Ost-Berlin geschmuggelt. Mein Promotionsstipendium verbrachte ich im inflationsgeschüttelten Brasilien 1988 und kehrte dann nach Deutschland zurück. In dem Studienjahr, wo ich auch an der Universidade Federal do Rio de Janeiro lehrte, hat mich Ruben Fonseca öfter zu sich nach Hause eingeladen, wo ich seine Familie kennenlernen durfte. Ich unterrichtete seine Frau, seine Tochter und Luis Garcia Rosa, ebenfalls ein Autor, der sich an Ruben Fonseca inspiriert hat, auf Deutsch, in Deutsch. Nach meiner Rückkehr nach Berlin beschäftigte ich mich mit meiner Dissertation über Literatur im brasilianischen Film und jobbte weiter für den Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin und den DAD. Ruben Fonseca kam dann erneut als Stipendiat des Berliner Künstlerprogramms nach Berlin, diesmal von September bis Dezember 1989. Er brachte dann seinen fertigen Roman Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos mit und begann mit seinen Arbeiten für Agosto. Bufo und Spallanzani, den er bei seiner ersten Berlin-Reise frisch geduckt im Gepäck hatte, war inzwischen ins Deutsche übersetzt worden. Ebenso wurde der Erzählband Das vierte Siegel 1989 übersetzt von Karin von Schweder-Schreiner. Die Erzählung O Cobrador war von Henry Thorau unter dem Titel Der Exekutor übersetzt worden, wurde dann aber noch einmal von Karin von Schweder-Schreiner unter dem Titel Der Abkassierer übersetzt und erschien in der gleichnamigen Anthologie von 1989. Agosto erschien dann 1990 und auf Deutsch unter dem Titel Mord im August 1994. In ihrem Aufsatz Verzaubert, ernüchtert, drei Jahrzehnte lateinamerikanische Gastautoren in Berlin, herausgegeben von Diana Römer und Friedhelm Schmidt-Welle, lateinamerikanische Literatur im deutschsprachigen Raum, schreibt Barbara Richter, langjährige Leiterin des Berliner Künstlerprogramms, ganz beeindruckend von der Zielsetzung des Berliner Künstlerprogramms, das Berlin als Zufluchtsort verstand. Der stand von Anfang an für eine Einladung. Sie schreibt, Zitat, neben der künstlerischen Qualität der Arbeit stand ein wichtiger Aspekt im Vordergrund, nämlich der bedrohten, mit Schreibverbot belegten und in ihrem Heimatland verfolgten Autoren Hilfe und Arbeitsmöglichkeiten zu bieten.
So half das Programm zur Zeit der Militärjunta griechischen Künstlern, es unterstützte bedrängte Autoren aus den frühen Ostblockländern, chinesische Schriftsteller und schließlich Künstler aus lateinamerikanischen Diktaturen. Es war nur konsequent, dass sich später dieser Tradition folgend das Programm gemeinsam mit dem Berliner Senat dem Projekt Städte der Zukunft des internationalen Schriftstellerparlaments anschloss und sich dort engagierte. Zitat Ende. Für Ruben Fonseca traf das alles nur bedingt zu. Er hatte 1975 den erzählbaren Feliz Ano Novo veröffentlicht, der von der brasilianischen Zensurbehörde wegen des Verstoßes gegen die Moral und die guten Sitten verboten wurde. Als einziger von Zensur betroffener Autor klagt er gegen das Verbot. Ab 1985 kann die Anthologie wieder verkauft werden und 1988 gewinnt Fonseca den Prozess gegen die Zensurbehörde. Insofern war ein Aufenthalt in Berlin auch eine Möglichkeit des unbehelligten Arbeitens und Schreibens. Da er familiäre Verpflichtungen in Brasilien hatte, zog er es vor, den Aufenthalt im Berliner Künstlerprogramm auf wenige Monate, das heißt im Jahr 1985 zwei Monate und im Jahr 1989 drei Monate, zu beschränken. Barbara Richter schreibt über die brasilianischen Autoren in der Stadt Berlin, Zitat, Jean Antonio fand überhaupt keinen Zugang zu der kalten, grauen Stadt Berlin und Jean Ubaldo schien die meisten seiner Berlin-Eindrücke in der näheren Umgebung seiner Wohnung zu sammeln. Der sehr extrovertierte Loyola Brandão und der junge Fernando Bonassi, die ihnen die, ebenso wie Ruben Fonseca, allerdings kosteten die Möglichkeiten, die ihnen die Stadt bot, voll aus und entdeckten in Berlin auch Parallelen zu ihrer Heimatstadt São Paulo. Anzumerken ist hier, dass Ruben Fonseca zwar aus Rio de Janeiro kam, aber vermutlich wollte Frau Richter sagen, dass er die Großstadt gewöhnt war. Der Netzwerkgedanke des Künstlerprogramms trug den zahlreichen Symposien, Lesungen, Festivals Früchte. Künstler aus aller Welt lernten sich in Berlin kennen und kamen in Diskussionsrunden in thematischen und geografischen Schwerpunktveranstaltungen zusammen. Die brasilianischen Autoren haben sich etwas einfallen lassen, um Deutschland, Berlin in ihre literarischen Texte einflechten zu können. Bei Ruben Fonseca geschah das nicht nur in grenzenlose Gefühle, unvollendete Gedanken, wo er durch seine Referenzen auf deutsche Regisseure und Literaten besticht und seine Situierung eines Romankapitels in der geteilten Stadt, wobei akkurate und stimmige Ortsbeschreibungen nicht im Vordergrund seines Interesses stehen. Im Roman hält ausführlich die russische Glasnost-Politik Einzug. Der Roman handelt von der Faszination des Protagonisten, einem Filmregisseur, für Isaac Babels Reiterarmee, und zeigt sich als passionierter und gebildeter Leser. Auch nach diesem zweiten Berlin-Aufenthalt bringt Fonseca die Stadt noch in Assunta di Schöneberg, die Zeit vor dem Mauerfall, in die Literatur, indem er den ehemaligen sogenannten Polenmarkt auf dem Gebiet des heutigen Kulturforums, also wo wir hier sitzen, mit einem Mord in der Hauptstraße 18 zusammen. Gut, Gründe für diese Hommage. Warum es in dieser Hommage heute gehen soll, ist zum einen der Bericht dieses Schriftstellers, den er über die Tage des Mauerfalls ab dem 9.11.1989 verfasst und sein brasilianisches Publikum für Berlin interessiert hat. Er hat den Leser an seinen eigenen Erfahrungen teilnehmen lassen, wobei er auch Kenntnisse über Deutschland vermittelt hat, nicht analytisch tiefgehend, aber dennoch grob skizzierend die Problemfeldern, die sich aus dem Mauerfall ergaben, aufgezeichnet hat. Wie ist er in der lateinamerikanischen Literatur in Deutschland zu verorten? Er ist ein passionierter Autor von Werken, die im Polizei-, Detektiv-, Mafia- und Verbrechermilieu spielen. Er hat sich zeitlebens an den Realitäten Brasiliens orientiert und diese weitergedacht, fiktional verfremdet und Visionen entwickelt. Sein Werk erschien im Piper Verlag und heute werden einige Romane und Erzählungen weiterhin im Unionsverlag in der Schweiz verlegt, obwohl der Verleger Lucien Leites den geringen Absatz der Titel beklagte, was ihn davon abbringt, weitere Titel jetzt posthum zu verlegen. Aber hier kann Douglas Pompeo einige aufschlussreiche Dinge erzählen. Ich schlage jetzt vor, dass wir anfangen mit der Lesung. Douglas Pompeo wird immer einen Absatz auf Portugiesisch anlesen und ich werde dann die gesamte Übersetzung lesen. Boa noite. Reminiscências de Berlim. Eu morava em Berlim, no lado ocidental, há alguns meses, na rua Stockwinkel 14, num apartamento confortável que me foi cedido pela Deutsche Akademische Austauschdienst. Um dia me disseram que o professor Erhard Engler, da Universidade Humboldt, no lado oriental, precisava de livros de literatura brasileira. O professor Engler
titular da cadeira de literatura de língua portuguesa da Universidade Humboldt, tinha dificuldade de conseguir livros em nossa língua. Havia problemas entre ele e o governo da RDA, e Engler não tinha autorização para visitar outros países, apesar de ser constantemente convidado. Os livros enviados para Engler pelo correio não chegavam às suas mãos. Na fronteira, por portador, eram apreendidos. Decidi que levaria os livros contrabandeados, alguns de cada vez. Esses livros eram apenas de literatura brasileira. Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e outros que não recordo que encontrei numa livraria especializada em literatura brasileira de Berlim Ocidental. Seit einigen Monaten wohnte ich bereits im Stockwinkel 12 im Westteil Berlins, in einer komfortablen Altbauwohnung, die mir der Deutsche Akademische Austauschdienst ausgesucht hatte. Eines Tages erfuhr ich, dass Erhard Engler, ein Wissenschaftler von der Humboldt-Universität, in Ost-Berlin Nachschub an Büchern brasilianischer Literatur benötigte. Erhard Engler war Dozent für Brasilianistik, später für Lusitanistik und Hispanistik, am Institut für Romanistik der Humboldt-Universität zu Berlin und hatte Schwierigkeiten, an Bücher auf Portugiesisch zu kommen. Zwischen ihm und der DDR-Regierung gab es Probleme, deshalb erhielt Engler keine Bücher und keine Reisegenehmigungen, um ferne Länder zu besuchen, obwohl er stets eingeladen wurde. Die per Post versandten Bücher erreichten Engler nie. An der Grenze wurden sie regelmäßig abgefangen. Ich beschloss deshalb, Bücher für ihn zu schmuggeln, bei jedem Besuch einige wenige. Gefragt waren allein Werke brasilianischer Literatur, angefangen bei Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade bis zu anderen Autoren, deren Namen ich nicht mehr erinnere. Ich kaufte die Bücher in einer auf brasilianische Literatur spezialisierten Buchhandlung in West-Berlin. Je öfter ich mich dem Ostteil der Stadt aufhielt, um Museen zu besuchen und durch die Stadt zu schlendern, umso vertrauter wurden mir die Regelungen für Einreisevisa und das Prozedere um den Zwangsumtausch von 25 D-Mark in 25 Mark der DDR, die während des Aufenthaltes in der Stadt ausgegeben werden mussten. Oft hatte ich beobachtet, wie die Wachmänner die Einreisenden, Besucher oder Bewohner auf ihrem Heimweg in den Ostteil der Stadt an der Grenze taxierten. An dem Tag, als ich die erste Buchladung für Engler einsteckte, war es Winter. Also trug ich einen langen Mantel und versteckte die Bücher unter dem Gürtel an Bauch und Rücken. Die Bücher durften keinesfalls zu sehen sein, auch dann nicht, wenn ich diesen dicken Mantel auszog. Als ich mich gerade in die Warteschlange eingereiht hatte, fragte mich sogleich ein Wachmann, ob ich unerlaubte Dinge mitführte. Einige Meter weiter stellte mir ein anderer Wachmann dieselbe Frage. Noch einmal. Dieses Theater brachte mich überhaupt nicht aus der Fassung. Es war nur eine automatische Routinefrage der Wachmänner an alle Wartenden in der Schlange. Vermutlich achteten die Grenzbeamten nicht einmal auf die Antworten, weil so viele Menschen dicht gedrängt hintereinander in der langen Warteschlange standen. Schließlich trat ich in eine enge Kabine und die Eingangstür fiel hinter mir ins Schloss. Ihr gegenüber lag die ebenfalls verschlossene Tür zum Ausgang. Ich steckte also in dieser kleinen Kabine fest und wartete ab, eingehüllt in meinen dicken Mantel. Ein heller Scheinwerfer flutete mein Gesicht und verhinderte, dass ich meinen Gesprächspartner hinter einer Trennscheibe aus dunklem Glas sehen konnte. Nach kurzer, spannungsgeladener Wartezeit wollte er meinen Pass sehen. Dann sagte er etwas, aber ich verstand ihn nicht. Plötzlich sagte er auf Englisch, "Raise your head." Als wolle er sagen, dich schaue ich mir genauer an, um herauszufinden, was du vorhast. Ein gesetzestreuer und schuldbewusster Mensch hätte jetzt angefangen zu schwitzen und sofort seinen Fehler eingestanden. Doch abgesehen davon, dass ich keine Schuld empfand, war ich mir sicher, dass meine Bücher bei dieser Kontrolle unentdeckt bleiben würden und niemand, nicht einmal ein übereifriger deutscher Polizist, diese langweilige Routine erträgt, Stunde um Stunde in einer dunklen Kabine zu hocken, um alte Menschen zu ängstigen, die Flaschen mit Metaxa im Gepäck trugen. Die meisten Grenzgänger waren Senioren, die mit ihren vollen Einkaufstüten nach Hause wollten. Sie allein bekamen die Genehmigung, den Westteil der Stadt zu besuchen oder sogar dorthin überzusiedeln, wenn sie es wünschten. Einige meiner ersten Berlin-Erfahrungen sind auch in meinem Roman Was das Emotions e Pensamentos Imperfeitos eingeflossen, der in Deutschland im Piper Verlag unter dem Titel Grenzenlose Gefühle und vollendete Gedanken erschienen ist. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wo der Protagonist die Grenze nach Ost-Berlin überquert und mehrere tausend Dollar mitführt.
um sie gegen ein Exemplar eines apokryphen Romans von Isaac Babel einzutauschen. Der Roman war während Babels Gefängnisaufenthalt beschlagnahmt und jahrelang in einer Abteilung für verbotene Schriften in der Lenin-Bibliothek in Moskau aufbewahrt worden, bis ein korrupter Bibliotheksangestellter ihn schließlich stahl. Ich mochte Berlin. Als ich nach dem mehrmonatigen Aufenthalt von dort nach Brasilien zurückkehrte, war ich entschlossen, sobald sich eine neue Gelegenheit ergab, wieder nach Deutschland zu fahren. Em outubro de 1989, voltei a Berlim, novamente como bolsista do Deutsche Akademische Austauschdienst. O meu apartamento agora estava situado mais no centro, na Schlüterstraße 52, muito perto da Kurfürstendamm, a principal avenida do setor ocidental. Não senti mudanças na cidade, mas no lado oriental dava para notar muitas diferenças. Na noite de quinta-feira, 9 de novembro, eu estava trabalhando no meu apartamento quando ouvi o ruído de gritos e buzinas na rua. Passava das 21 horas. Da janela da minha sala, que ficava no primeiro andar, vi que vários dos carros que buzinavam eram Trabis, apelido de certa maneira depreciativo que se dava aos toscos carros populares Trabant, fabricados na República Democrática da Alemanha. Tendo assistido 5 dias antes, em Berlim Oeste, a uma manifestação na Avenida Kurfürstendamm, ou Kudamm, como era mais conhecida, de centenas de milhares de pessoas repetindo o slogan da passeata de Leipzig no mês de outubro, Wir sind das Volk, somos o povo, eu estava como que preparado para o grito das ruas exigindo alguma forma de liberdade, como a de viajar, por exemplo. Era evidente que se os Trabis estavam passeando pela Kudamm, o novo governo, chefiado por Egon Krenz, havia cedido de alguma maneira. Im Oktober 1989 kehrte ich nach Berlin zurück, erneut als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Meine Wohnung befand sich jetzt in der Schlüterstraße 52, also zentraler gelegen, nahe dem Kudamm, Kurfürstendamm, dem Flanierboulevard des westlichen Sektors. Ich spürte keine Veränderungen in diesem Teil Berlins, aber im Ostteil der Stadt hatte sich viel verändert. Am Abend des 9. November, einem Donnerstag, arbeitete ich in meiner Wohnung, als ich Rufe und Gehupe von der Straße vernahm. Es war nach 21 Uhr. Vom Fenster meines im ersten Stock gelegenen Wohnzimmers konnte ich sehen, dass viele der hupenden Autos Trabis waren, ein irgendwie abwertender Spitzname für das einfache Volksauto Trabant, das in der Deutschen Demokratischen Republik gebaut wurde. Vor 5 Tagen hatte ich in West-Berlin eine Demonstration auf dem Kurfürstendamm oder wie er im Volksmund heißt, Kudamm, von Hunderttausenden von Leuten erlebt, die den Slogan »Wir sind das Volk« von der Oktoberdemonstration in Leipzig skandierten. So war ich gewissermaßen auf diesen Ruf in den Straßen vorbereitet, der Freiheiten forderte, wie die Reisefreiheit zum Beispiel. Wenn Trabis auf dem Kudamm fuhren, musste die neue Regierung unter Egon Krenz in irgendeiner Weise nachgegeben haben. Ich eilte zum Kudamm und registrierte die vielen Menschen auf der Straße und die pausenlos hupenden Trabis, die die Öffnung der Grenze zwischen den beiden Teilen der Stadt feierten. Als die Bevölkerung des Ostteils der Stadt am nächsten Tag sicher sein konnte, dass die Öffnung der Mauer von Bestand war, strömte 1 Million Menschen nach West-Berlin, so schätzte es eine Tageszeitung. An diesem Tag hatte ich um 10 Uhr morgens eine Verabredung mit Erhard und Christina Engler in Ost-Berlin. Ute Hermanns, Lehrbeauftragte an der Freien Universität, eine gemeinsame Freundin, würde mich begleiten. Wir fuhren mit der S-Bahn zur Friedrichstraße. Diesmal war es ziemlich leicht, in Ost-Berlin einzureisen. Wir zahlten 5 D-Mark für das Visum und ich glaube, der Zwangsumtausch von 25 D-Mark in Mark der DDR wurde nicht mehr verlangt. Es fehlten die Sicherheitskontrollen, wie ich sie früher bei anderen Gelegenheiten über mich hatte ergehen lassen müssen. Die Grenzbeamten erlaubten, dass 2 Personen, ich und Ute, zur selben Zeit in jene angsteinflößende und klaustrophobische Kabine eintraten, wo unsere Pässe diesmal nur flüchtig kontrolliert wurden und die Eingangstür geöffnet blieben. Am Ende machten die Grenzbeamten keine Probleme wegen meiner Bücher, die ich für Engler dabei hatte. Was das Emoções e Pensamentos Imperfeitos auf Portugiesisch, Buffo und Spallanzani auf Deutsch und das 4. Siegel, eine Anthologie meiner Kurzgeschichten, ebenfalls auf Deutsch. Beide waren im Piper Verlag in München erschienen. Außerdem hatte ich zahlreiche Kassetten mit brasilianischer Musik dabei. Wir passierten alle Absperrungen und warteten dann vor dem Bahnhof auf Christina und Engler. Eine Menschentraube staute sich aufgeregt vor dem Bahnhof.
Auf der Fahrt mit der S-Bahn zur Friedrichstraße hatten Ute und ich beschlossen, Christina und Engler einzuladen, um ihnen West-Berlin zu zeigen. Doch angesichts dieser Menschenmenge konnten wir uns ausmalen, wie schwer es sein würde, gemeinsam mit ihnen Ost-Berlin zu verlassen. Endlich stießen Engler und Christina zu uns. Christina hatte als Geschenk eine Flasche roten ungarischen Wein, Kekse und Informationsbroschüren über Ost-Berlin mitgebracht. Engler erklärte, der Verkehr sei schrecklich gewesen. Alle Autos aus Ost-Berlin treffen am Bahnhof Friedrichstraße aufeinander und für seinen alten Trabi habe er keinen Parkplatz in der Nähe gefunden. Wir erklärten den beiden, dass wir vorhatten, gemeinsam mit ihnen nach West-Berlin zu fahren. Unsere Einladung wurde aufgeregt, aber auch mit ein wenig Sorge aufgenommen. Christina war 1961 im Jahr des Mauerbaus geboren und in ihrem ganzen Leben noch nie in West-Berlin gewesen. Eigentlich war sie noch nirgendwo auf der Welt gewesen, nur in Ost-Berlin. Inzwischen haben die beiden mehrere Reisen unternommen, die meisten nach Brasilien. »Und wenn Sie uns nicht zurückkehren lassen?« fragte Engler halb ernst, halb scherzhaft. »Wir fahren trotzdem«, antwortete ich. Ute hatte sich informiert, die Ostdeutschen brauchten keinen Pass, um die Grenze zu passieren. Es genügte der Personalausweis. Es kam der Moment, an dem wir uns trennen mussten. Die Ausländer wie ich und Ute, Bürgerin West-Berlins, mussten einen anderen Weg gehen. Wir vereinbarten, uns auf dem S-Bahnsteig zu treffen. Nachdem wir über eine halbe Stunde besorgt auf sie gewartet hatten, tauchten Christina und Engler endlich auf. Wenig später kam die S-Bahn, die im Handumdrehen voll war. Als sie sich in Bewegung setzte, klatschten die Menschen Beifall. Einige weinten. Christina stand an einem Fenster und schaute fasziniert nach draußen. Ich sah, wie sie die Augen verdrehte und staunte in dem Augenblick, als der Zug die Mauer passierte. Früher waren hier viele Menschen gestorben, als sie das versucht hatten. Aber dies war ein sonniger Tag mit blauem Himmel und alles sorgte unter den Passagieren im Zug für eine festliche und euphorische Stimmung. In West-Berlin stiegen wir am Bahnhof Zoo aus, liefen zum Kudamm, den wir entlang gingen. Wir kamen an einem Juweliergeschäft vorbei, wo in der Auslage Uhren zum Preis von 40.000 D-Mark lagen. »Das brauchen wir nicht«, sagte Engler, »wir brauchen Freiheit.« Wir gingen zu meiner Wohnung. Unterwegs kaufte ich eine Flasche Champagner. In der Sonne dieses kühlen Morgens standen wir auf meinem Balkon und stießen erfreut auf die Öffnung der Mauer an. Vor mir hatte in dieser Wohnung der russische Regisseur Andrei Tarkowski gewohnt, ebenfalls Stipendiat des DAAD. Wir stießen noch einmal an, diesmal auf Tarkowski. Ich fragte die beiden, wohin sie wollten. Christina und Engler überlegten eine Weile. Schließlich sagte Engler, ich möchte gern eine öffentliche Bibliothek besuchen. Zuerst mussten wir aber etwas essen. Ute rief Bertolt Zilli von der Freien Universität an und wir verabredeten uns zum Mittagessen in der Nähe der Universität mit den Dozenten des Lateinamerika-Instituts aus dem Westteil der Stadt. Nach dem Mittagessen verbrachten wir den Nachmittag zunächst in der Bibliothek des Lateinamerika-Instituts und danach im Iberoamerikanischen Institut neben der Staatsbibliothek. Engler und Christina begeisterten sich für die Bibliotheken, ihren Komfort und die Leichtigkeit, eine solche Menge an vorhandenen Titeln abfragen zu können. Diese ihm zuvor verwehrte Freiheit, jedes Buch schnell bekommen und lesen zu können, machte einen großen Eindruck auf Engler. Am Abend war der Kudamm schier unpassierbar. Die Bürger aus Ost-Berlin waren zu Hunderttausenden über die Grenze gekommen. Die Menschen sangen und umarmten sich in Liebe und Hoffnung, tanzten auf der Mauer und brachen mit Hämmern und Meißeln viele kleine Stücke aus der Mauer. Um 1 Uhr morgens begleiteten wir Christina und Engler zurück nach Ost-Berlin. Einige brasilianische Freunde, dazu zählten inzwischen auch die Professorin Ligia Chiappini, Leici, die im Wintersemester als Gastprofessorin ein Seminar an der Freien Universität Berlin gab, und Bertolt Zilli, damals akademischer Rat am Lateinamerika-Institut, kamen mit. Beide hatten sich unserer Gruppe angeschlossen. Wir nahmen die S-Bahn ab Savignyplatz. Zilli, der mit seinem Fahrer zu unserem Treffen gekommen war, stieg mit seinem Gefährt in die Bahn. Er wollte mit Ligia an der Station in der Nähe des Brandenburger Tors aussteigen, aber dies war unmöglich. Der Zug war rappelvoll mit Menschen auf der Rückfahrt in den Osten, so dass niemand in der kurzen Zeitspanne, in der die Türen an den Bahnhöfen offen standen, sich bewegen oder gar aussteigen konnte. Die beiden mussten bis zur Friedrichstraße mitfahren und von dort eine andere Bahn in die Nähe des Brandenburger Tors nehmen. Christina, Engler, Ute und ich stiegen die Treppe des Bahnhofs Friedrichstraße hinab. 2 oder 3 Betrunkene torkelten die Treppe hinunter, es war bitterkalt.
Christina verabschiedete sich mit Tränen in den Augen. »Das war der glücklichste Tag meines Lebens«, sagte sie. Wir winkten zum Abschied, während die beiden sich entfernten, als würden wir uns nie mehr wiedersehen. In Wahrheit aber verabschiedeten wir uns von dem Zauber dieses Augenblicks, der sich nie mehr wiederholen würde. No dia seguinte, eu tinha almoço com nosso embaixador na RDA. Como todos sabem, Berlim Leste era a capital da RDA. A capital da RFA era Bonn. O antigo embaixador brasileiro da RDA, Mário Calabria, também fora convidado para esse almoço e fomos juntos, no carro dele. Ninguém me pediu o visto, que eu esquecera de obter. O antigo embaixador brasileiro era muito conhecido e nosso carro atravessou a fronteira sem problemas. Alertei Calabria para o fato de eu não ter o visto, mas ele não deu importância às minhas observações e logo estávamos no lado leste. O carro do nosso embaixador na RDA, Ernesto Ferreira de Carvalho, nos esperava. Não tinha sido possível para o motorista da embaixada atravessar a fronteira a fim de nos apanhar. Tal o afluxo de carros e de pessoas que passavam naquele sábado do leste para o oeste da cidade. O almoço foi agradável, mas cheio de tensões. O embaixador Ferreira de Carvalho me convidara para almoçar uns 20 dias antes, mas eu tivera que ir a Frankfurt, depois Viena, em seguida Grenoble, e adiar ao nosso encontro. O que fora planejado para ser uma reunião amena, para comer rabada com agrião e discutir literatura, tanto Calabria quanto Ferreira de Carvalho eram conhecedores da arte e literatura brasileira, além de possuírem uma sólida cultura geral muito comum no Itamaraty, transformara-se num encontro cheio de apreensões e expectativas. Carvalho preocupava-se com os telefonemas oficiais que recebia, dando-lhe ou pedindo-lhe notícias sobre o desenrolar dos acontecimentos. Calabria tinha, naquela noite, um jantar com altos funcionários do governo, antigos amigos que fizera quando embaixador na Alemanha do Leste, provavelmente sentindo-se inseguros em seus cargos, naquele momento de súbita e estarrecedora mudança. Am folgenden Tag war ich zum Mittagessen beim brasilianischen Botschafter der DDR in Ost-Berlin. Wie man weiß, war Ost-Berlin die Hauptstadt der DDR, die Hauptstadt der BRD war Bonn. Mario Calabria, der vorherige Botschafter Brasiliens in der DDR, war auch zu diesem Mittagessen eingeladen und wir fuhren in seinem Wagen gemeinsam dorthin. Ich hatte vergessen, mir ein Visum zu besorgen, aber keiner fragte danach. Der ehemalige brasilianische Botschafter war bekannt und unser Wagen kam ohne Probleme über die Grenze. Ich wies Calabria darauf hin, ohne Visum unterwegs zu sein, aber das interessierte ihn nicht. Und dann waren wir schon im Ostteil der Stadt. Der Wagen unseres Botschafters in der DDR, Ernesto Ferreira de Carvalho, erwartete uns dort. Es war dem Fahrer der Botschaft nicht möglich gewesen, die Grenze zu passieren, um uns ab und zu holen. So viele Autos und Menschen waren an diesem Samstag vom Osten in den Westen der Stadt unterwegs. Das Mittagessen verlief in angenehmer, allerdings angespannter Atmosphäre. Der Botschafter Ferreira de Carvalho hatte mich schon 20 Tage früher zum Mittagessen eingeladen, aber ich musste nach Frankfurt, Wien und Grenoble reisen und unser Treffen verschieben. Was eine unterhaltsame Runde werden sollte, um Ochsenschwanz mit Kresse zu genießen und über Literatur zu plaudern, sowohl Calabria als auch Ferreira de Carvalho waren Kenner der brasilianischen Kunst und Literatur und besaßen im Übrigen eine fundierte Allgemeinbildung, was im brasilianischen Außenministerium Itamaraty sehr üblich ist, verwandelte sich in ein Treffen mit vielen Sorgen und Erwartungen. Carvalho sorgte sich über die offiziellen Anrufe, die ihm den Fortgang der Ereignisse vermittelten oder Auskünfte abverlangten. Calabria hatte noch am Abend desselben Tages ein Essen mit hochrangigen Regierungsvertretern, seinen Freunden aus seiner Zeit als Botschafter in Ostdeutschland. Vermutlich fühlten sie sich in dieser Zeit der abrupten und erschütternden Umbrüche nicht mehr sicher in ihren Ämtern. Tatsächlich verfolgte die ganze Welt mit außerordentlichem Interesse, was in jenen Tagen in Berlin geschah. Das Gespräch über Literatur reduzierte sich auf einige Widmungen meiner Bücher für Carvalho. Der Rest war Politik. Die NATO, der Warschauer Pakt, Krenz, Gorbatschow, Honecker. Er hatte angeordnet, die Demonstrationen brutal niederzuschlagen, aber Moskau hatte das verboten. Die Ereignisse in Ungarn und der Tschechoslowakei. Der Ochsenschwanz mit Kresse, eine typisch brasilianische Delikatesse, die ich in Deutschland nur selten aß, wurde serviert, aber nicht entsprechend degustiert, so wie er es verdient hätte.
Angesichts des politischen Gewichts der Ereignisse verblassten in diesem Augenblick sogar die verführerischsten sinnlichen Genüsse. Kurz nach 6 Uhr brach Calabria auf. Ich blieb um 9 Uhr beim Botschafter Cavalli und verabschiedete mich dann, nicht ohne zu erwähnen, ohne Visum unterwegs zu sein. Die Mauer war zwar gefallen, aber es gab noch Grenzen und 2 Länder. Ich hielt mich also illegal in der DDR auf. Als ich am Grenzübergang Checkpoint Charlie auf der Ostseite ankam, wurde ich nach meinem Visum gefragt. Da ich keins hatte, wurde ich festgenommen und zu einer sympathischen Polizeikommandantin in Uniform gebracht, die ein tadelloses, akzentfreies Englisch sprach. Sie sagte, ich würde verhaftet und müsste das übliche, bei diesen Gesetzesverstößen normale Verfahren abwarten, von dem ich aber nicht den leisesten Schimmer hatte. Ich wusste nur, dass man mich gewiss nicht erschießen würde. Man führte mich in einen Raum, wo ich bleiben musste. Kurze Zeit später brachte man mich wieder zu der attraktiven Polizistin, die meine Festnahme angeordnet hatte. Neben ihr stand unser Botschafter Carvalho, vermutlich, weil ich bei unserer Zusammenkunft erwähnt hatte, kein Visum zu haben und er mögliche Schwierigkeiten geahnt und sich deshalb zum Grenzübergang aufgemacht hatte. Er löste mein Problem mit untadeligem diplomatischem Geschick. Der Checkpoint Charlie war ein langer, überdachter Gang. Er wirkte noch länger, als er tatsächlich war, als ich ihn in dieser Nacht entlang lief. Er war erleuchtet von großen, grellen Neonlampen, die sogar eine an der Bordsteinkante entlang flitzende Kakerlake nicht unentdeckt gelassen hätten. Ich ging ganz allein diesen langen Weg, der zu dieser Stunde menschenleer war, denn alle Leute, die nach West-Berlin wollten, hatten die Grenze schon passiert. Auf der anderen Seite warteten jetzt Westberliner, die seit dem Mauerfall an der Grenze Bereitschaft schoben, um die Ostdeutschen zu begrüßen und ihnen Blumen zu überreichen. Ich wurde von einer Menge gefeiert und erhielt Beifall. Die Leute schenkten mir eine Blume, ein Symbol, das während einiger Tage die Menschen und die Autos aus dem Osten, die die Grenze überquerten, kennzeichnete. Und sie boten mir Sekt an. Ich lachte und winkte, schwieg und spielte belustigt meine Rolle als Ostdeutscher weiter. Schließlich hatte ich das Recht dazu. Ich war ein Berliner und mein Berlin hatte immer die beiden Seiten mit eingeschlossen. Am Checkpoint Charlie stieg ich sogleich in die U-Bahn und trug meine Blume bei mir. In dem überfüllten Zug klopften mir die Leute immer wieder freundlich auf die Schultern. Eine Frau küsste mich. Ich schwieg weiter, wollte niemanden enttäuschen. Am Adenauerplatz stieg ich aus, lief den Kudamm entlang zu meiner Wohnung in der Schlüterstraße und auf dem Weg dahin wurde ich gefeiert. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, was ein echter Ostberliner empfinden würde. Ich dachte auch gleich, dass dies nicht alles für immer so bleiben würde. Wie alle Märchen hätte auch dieses ein Ende. Ich blieb nicht lange zu Hause. Die Leute öffneten einen neuen Übergang am Potsdamer Platz, einem Ort mit vielen Geschichten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und der Zeit des Kalten Krieges. Dahin gingen wir, ich und Ute, als Zeugen des weiteren Verlaufs der Geschichte. Es war noch kälter als sonst in der Nacht, in der wir nicht schliefen. Als es Tag wurde, gingen wir zum Brandenburger Tor und liefen an der Mauer entlang. Wir hörten den Lärm der Leute, die versuchten, mit Hämmern und Meißeln der Mauer Stücke zu entreißen. Seit Donnerstag, als alles angefangen hatte, konnte ich in den Nächten nicht schlafen. Und jetzt war es Sonntagmorgen. An diesem Tag wäre es nicht möglich gewesen, die Mauer am Brandenburger Tor zu öffnen, weil es für beide Teile der Stadt einen symbolischen Wert erhalten hatte. Die Unversehrtheit der Mauer an diesem Ort bedeutete für die Regierung im Osten, keine völlige Niederlage erlitten zu haben. Aber dieser Widerstand sollte nur 13 Tage dauern. Einen solchen Jubel in der Bevölkerung wie bei der Öffnung des Brandenburger Tors am 22. Dezember 1989, so kommentierte eine euphorische Zeitgenossin, hätte es zuvor nur beim Fall der Bastille gegeben. E os escritores, de lado e de outro, como reagiram? Robert Darton, o conhecido ensaísta americano que nessa época fazia parte do Instituto de Estudos Avançados de Berlim e que me deu a honra de assistir a uma das minhas palestras na cidade, disse que os escritores do lado leste, que em geral eram a favor da manutenção do socialismo e de uma RDA independente, a partir do momento em que a multidão deixou de gritar em coro Wir sind das Volk, nós somos o povo, e passou a gritar Wir sind ein Volk, nós somos um povo, desapareceram e ficaram à margem desde então. O certo é que os escritores não tiveram qualquer influência na derrubada do muro, ou mesmo na sua preservação por tanto tempo. Quem derrubou o muro foi a televisão, que atravessava as paredes de concreto na hora que bem quisesse. Numa sociedade de massa, tinha que ser um veículo de massa para influir nos acontecimentos.
Sempre que eu ia à casa de um morador de Berlim Leste, ele estava vendo os programas da TV do Oeste, programas de entrevistas políticas e também programas de música pop ocidental. O rock talvez tenha tido mais influência na queda do muro do que a literatura. Wie reagierten die Schriftsteller im Osten und im Westen? Robert Danton, der bekannte amerikanische Essayist, lebte zu dieser Zeit als Forscher am Wissenschaftskolleg in Berlin. Er ehrte mich, indem er einen meiner Vorträge in der Stadt besuchte und kommentierte, dass die Schriftsteller im Osten, die im Allgemeinen für das Weiterbestehen des Sozialismus und einer unabhängigen DDR waren, von dem Augenblick an, als der Chor der Menge aufhörte zu rufen, wir sind das Volk, und dazu überging, wir sind ein Volk zu rufen, abtauchten und sich zurückhielten. Sicher hatten die Schriftsteller keinen Einfluss auf den Mauerfall oder sogar auf ihr Fortbestehen in dieser langen Zeit. Wer die Mauer niederriss, war das Fernsehen, das die Betonwände durchdrang. In einer Massengesellschaft musste es ein Vehikel der Massen sein, um die Geschehnisse zu beeinflussen. Immer wenn ich zur Wohnung eines DDR-Bürgers in Ost-Berlin ging, sah er Programme aus dem Westfernsehen, Programme mit politischen Interviews und mit westlicher Popmusik. Der Rock war vielleicht entscheidender für den Fall der Mauer als die Literatur. Die Schriftsteller im Osten wie im Westen waren verwirrt und in der Mehrheit unfähig zu einer unparteiischen Sicht. Das ist aber ein Thema für einen anderen Beitrag. Politische Leidenschaft verdirbt immer das Urteilsvermögen. Darüber hinaus gibt es das Problem mit der Schuld. Als Josef Brodsky die russische Prosa in diesem Jahrhundert kommentierte, sagte er, sie sei vom Fortgang der Tragödie gefesselt, die die Nation verheere und deshalb heute noch immer ihre Wunden lecke, da sie unfähig sei, diese Erfahrung auf philosophischer und stilistischer Ebene zu überwinden. Aber mir scheint, dass die deutsche Prosa dieses Verhalten wiederholte und das vielleicht immer noch tut. Wahrscheinlich, weil diese Erfahrung so grausam war, dass sie nicht vergessen werden kann und darf. In der Welt von heute besteht jedenfalls die zentrale Aufgabe darin, nicht zuzulassen, dass Geschichte vergessen wird. Und sie ist leichter zu bewerkstelligen, wenn Film und Fernsehen auch dafür eingesetzt werden. Vier Jahre später. Quatro anos depois. Quatro anos depois voltei a Berlim. Descobri nessa terceira visita que muitos alemães dos dois lados ainda sentiam-se divididos depois da queda do muro. A muralha continuava na mente deles. Um mundo intangível que não pode ser derrubado por picaretas, tratores ou dinamite. Antes, as cidades divididas sentiam-se seguras à sua maneira. Notei, então, que não mais existia a Berlim Oriental mergulhada na protetora placenta comunista e também acabara a Berlim Ocidental, recipiente privilegiada das benesses capitalistas. A cidade unificada ficara diferente. Encontrei saudosistas dos dois lados lamentando o paraíso perdido. Como disse a escritora Mônica Maron, que cresceu na antiga República Democrática Alemã, quando passou a fase da euforia pela reunificação alemã, em vez da esperada fraternidade, a desconfiança e o ressentimento passaram a definir as conversas quando não as impediam. Ou seja, aqueles quatro anos não haviam sido suficientes para fortalecer a união dos dois países. Vier Jahre später, nach vier Jahren kehrte ich nach Berlin zurück. Während meines dritten Aufenthaltes stellte ich fest, dass viele Deutsche auf beiden Seiten nach dem Mauerfall immer noch die Teilung fühlten, denn die Mauer bestand in ihren Köpfen fort. Als imaginäre Mauer, die nicht mit Meißeln, Traktoren oder Dynamit zu Fall gebracht werden konnte. Früher fühlten sich die geteilten Städte sicher, jeder auf ihre Art. Ich habe dann bemerkt, dass Ost-Berlin, das im schützenden kommunistischen Mutterkuchen eingebettet war, nicht mehr existierte. Und auch West-Berlin als privilegierte Empfängerin kapitalistischer Zuckerstückchen zu existieren aufgehört hatte. Die Vereinigte Stadt war eine andere. Ich begegnete Nostalgikern in Ost und West, die das verlorene Paradies beklagten. So sagte die Schriftstellerin Monika Maron, die in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik aufgewachsen war, Zitat, als die Phase der Euphorie der deutschen Wiedervereinigung vorbei war, begannen Misstrauen und Ressentiments, anstelle der erhofften Brüderlichkeit, die Gespräche zu bestimmen, wenn sie sie nicht sogar verhinderten. Zitat Ende. Oder anders gesagt, diese vier Jahre hatten bei weitem nicht gereicht, einen Zusammenhalt der beiden Länder zu befördern. Ich sah auch, dass nicht nur Berlin anders war. 1993, also vier Jahre später, hatten sich viele Dinge verändert. Ich fuhr nach Deutschland, um Vorträge zu halten und nahm an Debatten in großen und kleinen Städten teil. Aachen, der Aachener Dom, verdient ein gesondertes Kapitel, das ich leider an anderer Stelle behandeln muss.
Hamburg, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Erlangen, München, Köln, neben vielen anderen. Überall standen jetzt neue Gebäude, die meisten in Berlin. Kanzler Helmut Kohl erklärte bei der Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands, Ostdeutschland solle in einen Ort verwandelt werden, wo es von Vorteil sei, zu leben und zu arbeiten. Um dieses Versprechen zu halten, investierte das frühere Westdeutschland 1,5 Billionen Dollar in das alte Ostdeutschland. Wie man hört, war es die größte Übertragung von Kapital in der Geschichte überhaupt. Aber das erhoffte Ergebnis hat sich bislang nicht eingestellt. Die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist doppelt so hoch wie in Westdeutschland und der Strom der Jugendlichen nach Westdeutschland auf der Suche nach Arbeit ist riesengroß. Die Entwicklung der Region verlief nicht, wie ersehnt. Vor kurzem hatte eine Kommission dieses Problem untersucht und es der Tatsache zugeschrieben, dass der Hauptanteil der Investitionen in Baustellen, Straßen und Gebäude geflossen ist. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Ja, nun sind wir mit der Lesung am Ende, aber ich wollte noch ganz gerne 2, 3 Fotos zeigen. Also das ist der Tag mit Englers 1989 am 10. November. Das war dann das legendäre Interview mit dem Fernsehsender TV Manchetti. Und zwar wurden wir beide, also wir sprachen Portugiesisch und es kamen Journalisten auf uns zu und fragten, seid ihr Brasilianer? Und ich war ja immer so begeistert mit Portugiesisch, ich wollte mal toll sprechen. Ja klar, wir sind Brasilianer. Und dann wurden wir interviewt und Ruben Fonseca zog seine Schirmmütze in die Stirn und sagte, ich bin José Ruben Fonseca, ich komme aus Rio de Janeiro. Was wir hier erleben, ist ein beispielloser Moment in der Geschichte. Die ganze Welt wird sich verändern. Wir ahnen noch gar nicht, was für Konsequenzen das hat. Und ich guckte den immer nur an und dachte, wow, super Typ, ja, also wie weiß der das alles? Und dann wurden wir fotografiert. Der Reporter Luis Azenha hieß er, von der TV Manchete, hat Ruben Fonseca nicht erkannt. Und wollten die natürlich, ich hatte ihnen meine Karte gegeben, falls irgendwie noch was, meine Telefonnummer. Die riefen natürlich gleich an und ja, das war Ruben Fonseca und kennst du den? Und Ruben Fonseca hat gleich gesagt, sag denen nicht, wer ich bin und wo ich wohne, du kennst mich nicht, wir haben uns da getroffen. Blieb das so, aber das war so eine Besonderheit, dass Ruben Fonseca, der mir Interviews gab, plötzlich im Fernsehen in Brasilien zu sehen war und ein Interview gab, dass das dann auf einer Seite der TV, der Veja erschienen ist, und zwar am 22. November. Und ganz oben, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich mit diesen Berühmtheiten fotografiert wurde, einmal Gorbatschow mit Raissa, das kann man schlecht sehen, George Bush, wie er auf dem Friedhof joggt und dann Ruben Fonseca und ich. Und da sind wir beide dann. Ja, und ich habe dann auch gleich gesagt, also ich musste ja dann auch noch was sagen, wie ich das jetzt fand mit dem Mauerfall. Und ich hatte ja nun einmal gelogen, ich bin Brasilianerin. Und dann sagte ich, ja, ich bin Clara Maria da Silva, die Santa Catarina Blumenau. Und das hat man mir auch abgenommen. Aber als ich dann wieder in Brasilien war, habe ich dann schon böse Kommentare gehört. Sua vigarista, mentirosa und so. Ja, und dann wollte Ruben Fonseca natürlich auch Steine aus der Mauer klopfen. Das ist ihm aber nicht so gelungen. Und er hat sich natürlich immer auch an der Stadt inspiriert, an verschiedenen Orten. Das hatte ich auch vorhin schon mal angedeutet, an den Hinterhöfen. Und da ist dann auch eine Erzählung entstanden, wo es dann einen Mord gab. Also jetzt nochmal zu der Entstehungsgeschichte dieser Chronica. Da gibt es also so ein paar Sachen. Also Ruben Fonseca ist sehr singulär, würde ich mal sagen, in der brasilianischen Literatur. Es gibt den Ignacio de Loyola Brandão, der eine Autobiografie geschrieben hat, als er an einem Aneurysma operiert wurde. Und da kommt auch Ruben Fonseca drin vor. Der spröde Ruben Fonseca ist auch mit uns auf die Literaturreisen gegangen. Also in Brasilien hat man in den 70er Jahren so Reisen durch das ganze Land gemacht und dann in Schulen und auf Plätzen und in Buchmessen gelesen. Und das war schon so eine Spannung. Und dann gab es in dem Jahrbuch, Marcio Staden Jahrbuch, wo auch die Chronik erschienen ist,
von Ruben Fonseca, gab es ein paar Jahre zuvor, 2006, eine Chronica von Ignacio de Loyola Brandão, Os Trens na Alemanha nunca atrasam, also die Züge in Deutschland kommen nie zu spät. Und Ignacio de Loyola Brandão war ja von 1982 bis 1984 in Berlin gewesen und hat ist die Stadt wirklich von Anfang bis Ende durchlaufen, ist mit allen Buslinien gefahren, er ist überall gewesen und er hat dann auch ein Buch geschrieben, O Verde Violento O Mudo, Auszüge davon hat Henry Thorau, der heute auch da ist, übersetzt in dem kleinen Bändchen O ja ja Berlin. Und Ignacio, du weißt es, war richtig verärgert, als die Mauer fiel und er nicht dabei sein konnte und war super neidisch auf Ruben Fonseca. Und hat dann eine Chronik geschrieben 2006 und da schreibt er, O Subarulho, chego a janela, na rua as pessoas correm. Passam carros, buzinando, motocicletas, ciclistas, todos hesitados. Alguma parada, manifestação, as pessoas correm e gritam, vou para a porta, todos do meu prédio descem. Cuidadosamente as escadas rangem. Os moradores se atropelam e gritam, entendo mal, mas dizem qualquer coisa como, die Mauer ist weg, die Mauer ist weg. Será isso? E o que quer dizer? O que acontece com o muro nessa noite de novembro? Und ich habe das nochmal übersetzt. Ich höre Lärm, ich gehe zum Fenster, die Menschen laufen auf der Straße, Autofahren hupend, Motorräder, Fahrradfahrer, alle sind aufgeregt. Ist das irgendeine Parade, eine Demonstration? Die Menschen laufen und kreischen, ich gehe zur Tür. Alle Mitbewohner des Hauses laufen lärmend die knarrenden Treppen hinunter. Die Bewohner überrennen sich und schreien. Ich verstehe nicht genau, was sie sagen, aber es klingt so wie, die Mauer ist weg. Die Mauer ist weg. Ist es das? Was soll das heißen? Was geschieht mit der Mauer in dieser Novembernacht? Das schreibt er 2006. Er war nicht hier, als die Mauer fiel. Und ich hatte das dann irgendwann mal mit Ruben Fonseca kommentiert, der also diese Reminiscences, die Berlin, also die Erinnerung an Berlin, 2004 fertiggestellt hatte, aber noch nicht veröffentlicht hatte und dann erst in Romance Moreo eingebracht hatte, 2007. Aber ich glaube, er war dann so erbost, dass er Kontakt aufgenommen hat zum Matze-Staden-Institut und hat darauf bestanden, dass diese Chronika da irgendwie veröffentlicht wurde. Soweit also die persönlichen Erinnerungen von Fonseca an Berlin. Jenseits seiner Faszination, Teil der Geschichte zu werden, sozusagen, oder eines besonders wichtigen Momentes in der Geschichte. Inwiefern hat diese Faszination auch ein literarisches Ergebnis gehabt? Das heißt, ist es irgendwie eingeflossen in sein Werk? Er war ja 1985 hier und hat dann einen Roman geschrieben, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Das ist ein ganz verrückter Roman, wo der Protagonist wie ein Chamäleon die Identitäten wechselt. Es ist ein Filmregisseur, der einen Film über Isaac Babels Reiterarmee drehen möchte und dafür Geld sucht. Dann durch Zufall kommt ihm eine Frau ins Haus, die hinterlässt ihm eine Schachtel mit wertvollen Edelsteinen und auf jeden Fall, er überlegt sich dann, ob er dann doch diese Edelsteine behält und versucht, die zu verkaufen, wird dann verfolgt, muss ausreisen, es ist die Zeit der Inflation und er fliegt nach Berlin, wo es einen Produzenten gibt, der sich für sein Filmprojekt interessiert. Und da hat er dann auch verschiedene Szenen eingebaut, die wir dann in den Reminiscencias die Berlin wiederfinden. Und zwar gibt es da eine Stelle am Übergang in der Friedrichstraße. Douglas, möchtest du das auf Portugiesisch lesen? Dann lese ich das auf Deutsch. Ali ficava a fronteira das duas Berlins que devia atravessar. Você deve chegar à Friedrichstraße por volta do meio-dia, disse Plessner. Nessa hora, homens e mulheres de Berlim Oriental, de mais de 65 anos, que têm passe livre para vir fazer compras do lado de cá, estarão voltando com suas sacas cheias de mercadorias. Os guardas perdem um tempo enorme examinando o carregamento dessas pessoas. A espera nas filas será enervante para você. Já vestido, coloquei os pacotes de dólares que iriam presos no cinto, por debaixo da camisa. O contato do dinheiro na carne repugnou-me. Distribuí os pacotes restantes pelos bolsos do paletó, conforme o croqui que fizera, então vesti a capa para poder ver meu corpo inteiro. A capa aberta e o cachecol de pendurado no pescoço davam-me um ar descontraído. Estava pronto para embarcar a minha aventura.
Und zwar der Held geht ja nach Berlin und trifft dann diesen Produzenten. Und der Produzent bittet ihn darum, dass er ein unveröffentlichtes Manuskript von Isaac Babel besorgt aus Ost-Berlin, weil der Produzent, der kann sich das nicht leisten, also da so viel Geld zu schmuggeln. Und das Manuskript soll 1 Million Dollar kosten. Also wird der Protagonist, also dieser Filmregisseur, ist dann total bereit, dieses Manuskript zu holen, weil er eben ein Fan von Isaac Babel ist, und ein unveröffentlichtes Manuskript zu ergattern, das interessiert ihn schon sehr. Und das erzählt eben auch, wie er das Geld am Körper verteilt, und das macht er ja dann später in Berlin, in Reminiscenza di Berlin, auch mit den Büchern, wenn er sie schmuggelt. Dort befand sich die Grenze zwischen den beiden Berlins, über die ich gehen sollte. Sie müssen gegen 12 Uhr an der Friedrichstraße sein, sagte Plessner. Das ist der Produzent. Um die Zeit werden die Männer und Frauen aus Ost-Berlin, die über 65 sind, einen Passierschein haben und zum Einkaufen auf diese Seite kommen, mit ihren vollen Taschen auf dem Heimweg sein. Die Grenzbeamten brauchen ewig lange, um zu kontrollieren, was diese Leute mitschleppen. Die Warterei in der Schlange wird für sie nervenaufreibend sein. Fertig angezogen, steckte ich die Dollarpäckchen, die ich unter dem Gürtel festklemmen wollte, unter das Hemd. Das Geld auf der Haut zu spüren, widerte mich an. Die übrigen Päckchen verteilte ich auf die Jackentaschen, wie ich es notiert hatte. Dann zog ich den Mantel über und legte mir den Schal offen um den Hals, wie Plessner es vorgeschlagen hatte. Das ist eben aus der Übersetzung von Karin von Schweder-Schreiner. Es geht auch noch weiter. Vi que o controle era feito por dois guardas em cada fila, primeiro um deles e logo adiante o outro. As filas eram divididas em dois setores, o das pessoas que tinham passaporte da Alemanha Oriental e dos visitantes estrangeiros. Lembrei-me de Die Angst des Tormans, bei Elfmeter do Wim Wenders, de 1972. Um policial explica para um sujeito de que maneira um criminoso pode ser descoberto. Temos que olhar nos olhos deles. O sujeito que fala com o policial é um assassino procurado, porém o policial não suspeita dele por um instante sequer. Eu não suava mais ao chegar em frente ao primeiro policial. Encarou-me, depois pegou meu passaporte, abriu, viu o retrato e voltou a me arrostar, ameaçador, onisciente, impiedoso, como lhe haviam ensinado na Polizeischule. Ainda faltava a cabine, onde entrava um visitante de cada vez, o último obstáculo a ser transposto. Ich stellte fest, dass die Kontrolle in jeder Reihe von 2 Grenzsoldaten durchgeführt wurde, erst vom einen und kurz danach vom zweiten. Die Schlangen waren in 2 Gruppen aufgeteilt, eine für die Leute mit einem Pass aus der DDR und eine für ausländische Besucher. Ich musste an Die Angst des Tormanns beim Elfmeter von Wim Wenders denken. Ein Polizist erklärt darin einem Mann, wie man einem Verbrecher entlarven kann. Wir müssen ihnen in die Augen sehen. Der Mann, der mit dem Polizisten redet, ist ein gesuchter Mörder, aber der Polizist verdächtigt ihn auch nicht eine Sekunde lang. Als ich bis zu dem ersten Soldat vorgerückt war, schwitzte ich nicht mehr. Er sah mich an, dann nahm er meinen Pass, schlug ihn auf, sah sich das Bild an und blickte mir wieder drohend, allwissend, gefühllos ins Gesicht, wie man es ihm in der Kaserne beigebracht hatte. Es fehlte noch die Kabine, in die jeweils ein Besucher hineinging, die letzte Hürde, die genommen werden musste. Ja, und dann sind wir in der Kabine. Uma luz acendeu sobre a porta e o guarda mandou-me entrar. Era uma espécie de corredor pequeno com 2 portas. A luz que vinha do teto era muito forte. No lado esquerdo de quem entrava, notei uma abertura fechada por um vidro. Certamente alguém ali atrás me observava, mas eu não conseguia vê-lo atrás do vidro. Perturbado, fingi ocupar-me com um passaporte dentro do qual estava o visto. Enfiei o passaporte por uma abertura sobre o vidro, esperei. Levante a cabeça, disse uma voz áspera, humilhante. Levantei a cabeça. Pareceu-me ver um vulto impreciso por trás do vidro escuro. Estaria ele mesmo dali olhando nos meus olhos? Esperei. 25 marcos, disse a voz áspera. Era o Zwangsumtausch, o câmbio obrigatório de todo visitante. Dei a ele o dinheiro da Alemanha Ocidental. Eine Lampe leuchtete über der Tür auf und der Soldat schickte mich hinein. Es war eine Art Gang mit 2 Türen. Das Licht von der Decke war sehr hell. Linker Hand, vom Eingang aus gesehen, bemerkte ich eine Öffnung mit einer Glasscheibe davor. Bestimmt beobachtete mich jemand dahinter, aber ich konnte ihn durch das Glas nicht sehen. Verwirrt tat ich, als fummelte ich an meinem Pass herum, in dem sich das Visum befand. Dann schob ich den Pass durch einen Schlitz unter der Scheibe. Ich wartete. »Kopf hoch«, sagte eine schroffe Stimme in erniedrigendem Ton. Ich hob den Kopf. Mir war, als sehe ich eine undeutliche Gestalt hinter der dunklen Scheibe. Konnte der mir selbst von dort aus in die Augen sehen? Ich wartete.
25 Mark, sagte die schroffe Stimme. Das war der Zwangsumtausch, obligatorisch für jeden Besucher. Ich gab ihm das westdeutsche Geld. Ja, und dann geht es darum, wie Berlin als Kulisse wahrgenommen wird, also mit den Ortsbeschreibungen. Das war dann schon, mich war dann doch ein bisschen überrascht, als ich das nochmal gelesen habe. Passei em frente da Rotes Rathaus, a antiga prefeitura, segui pela Rathausstraße, atravessei a estação da S-Bahn e vi a enorme torre de TV. Havia gasto um pacote de lenços de papel até chegar à praça. A praça não era a mesma de Fassbinder e muito menos a de Dublin. A torre de TV, plantada no meio da Alexanderplatz, era um feio tributo ostensivo à soberania do progresso. Ich ging am Roten Rathaus, dem ehemaligen Rathaus, vorbei, dann die Rathausstraße entlang, durch die S-Bahn-Station und da sah ich den riesigen Fernsehturm. Als ich zu dem Platz gelangte, hatte ich ein ganzes Päckchen Taschentücher verbraucht. Der Platz sah nicht mehr aus wie bei Fassbinder und erst recht nicht wie bei Döblin. Der mitten auf dem Alexanderplatz hochgezogene Fernsehturm war ein hässlicher, protziger Tribut an die Herrschaft des Fortschritts. Also er sagt, wenn man am Roten Rathaus ist und dann Richtung S-Bahn geht, dann ist auf der linken Seite der Fernsehturm und dann geht man unter der S-Bahn durch und dann ist man auf dem Alexanderplatz. Aber diese Ortsbeschreibung hat er nicht richtig hinbekommen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, aber es gibt eben ein paar markante Punkte: Fernsehturm, S-Bahn, Alexanderplatz, und das bringt man zusammen, aber das ist nicht so bedeutungsvoll. Bedeutungsvoll ist eigentlich, was er sagen will. Es ist nicht mehr der Platz von Döblin, also es ist eine andere Zeit, es ist auch nicht mehr die Zeit von Fassbinder. Und er bringt dann eben er bringt einfach eine Kultur, er geht über den Ort hinaus und vermittelt das seinen brasilianischen Lesern. Ja, also er wirft sozusagen kostbare Edelsteine in die Runde, damit die Leute sich mehr für diesen Ort interessieren. Also Döblin haben Sie vielleicht schon gehört, vielleicht haben auch einige Fassbinder gehört, haben die Filme gesehen. Und dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, ob die Lokalität richtig beschrieben ist, sondern es ist einfach nur dieses Gefühl und diesen Wert der Örtlichkeit. Welche Stellung hat Fonseca innerhalb der brasilianischen Literatur? Und von da ausgehend, wie ist seine Stellung innerhalb der brasilianischen Literatur in Deutschland? Ja, also willst du auch was dazu sagen? Also ich würde, es ist für mich ist schwer zu beantworten, weil ich bin kein Fonseca-Spezialist, aber Fonseca ist tatsächlich eine Institution in der brasilianischen Literatur, wenn man an so diese Roman Noir denkt, also diese Art von Novelle, von kurze Erzählung, die also was für mich auch so sehr spannend ist in diesem Text, den Ute übersetzt hat, ist, dass da ist sehr so literarisch ganz nüchtern und bei Fonseca, wenn man das so die Erzählung von Fonseca kennt, es wird immer was erzählt im Hintergrund. Es gibt eine Geschichte im Hintergrund, die lauert die ganze Zeit da und wie eine Krimi, ne? Also man erzählt etwas, um etwas anderes zu erzählen und man weiß nicht genau, woher diese Spannung kommt. Und was Fonseca ganz gut schafft, ist diese Spannung, diese Dimension, diese zwei Dimensionen, die immer in Spannung sind. Und bei dieser kurze Text ist eher so eine Art Bericht, würde ich sagen, ganz nüchtern und ganz, also wie eine Chronika tatsächlich. Und wenn man sieht, also wie er das einbaut, es ist schon anders, aber auch nicht ganz anders. Es ist auch so ganz nüchtern. Also in der brasilianischen Literatur ist er so auch bekannt dafür. Also das ist so ganz sozusagen roh schreibt. Ne? So daher kommt dieser Begriff, dieser Brutalismus. Ne? So das ist auch so, vielleicht sagst du etwas dazu oder... Er ist ja auch ein ganz bekannter, also er wird ja auch, beziehungsweise er ist für den Polizei, also für den Krimi, mhm. und hat sich
da gibt es natürlich sehr viele Vorläufer, aber er setzt sich ja sehr stark mit Dashiell Hammett und Raymond Chandler auseinander, die also auch dieses Genre so ein bisschen umfunktionieren und vielleicht auch aus anderen Quellen schöpfen. Und Rubén Fonseca imitiert sie nicht, sondern er entwickelt gewissermaßen einen Krimi auf dem brasilianischen Alltag. Also er lehnt auch Vorbilder, literarische Vorbilder ab. Also er inspiriert sich, aber er hat eigentlich einen ganz anderen eigenen Anspruch. Er sagt, dass Brasilien eine eigene Literatur braucht und die schreibt er eben auch. Und sehr zugute kommt ihm bei seinem Schreiben auch die Kurzgeschichte, weil in der Kurzgeschichte wird die schlichte Erzählung präsentiert, aber es gibt immer noch einen Kontext, den man erfassen muss. Also der Leser, der seine Geschichten liest, ist sofort in Brasilien drin, ja, und sieht dann eben auch noch über den Tellerrand hinaus. Und das beherrscht er wirklich meisterhaft. Also und in der Rezeption wollte ich auch was ganz kurz sagen. Das ist sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, ich war im Siegfried Unzelt, also mit dem Siegfried Unzelt Archiv in Marbach beschäftigt. Und da habe ich diese ganze Rezeptionsgeschichte versucht, ich habe versucht, das zu rekonstruieren. Und es gibt eine, also das kommt bald, also das Buch, dann kann man das auch wunderbar lesen. Also ich versuche mal, dass die ganze Rezeption von vielen Autoren, brasilianischen Autoren in Deutschland, zwischen 1970 und 1990 zu rekonstruieren. Und Fonseca zählt als eine sehr schöne Ablehnung von Sorkam Verlag. Also es gibt einen Briefwechsel zwischen einer Agentin in Spanien, Carmen Balcells, das ist eine sehr bekannte Agentin in Spanien, die alle Boom-Autoren in den 70er in ganz Europa vermittelt hat. Und Carmen Balcells schreibt an Unzelt einen Brief und empfiehlt ganz stark Rubén Fonseca, dessen Roman, eigentlich das ist kein Roman, also O Cobrador, das ist die Erzählband, in Brasilien gerade verboten war, also zensiert wurde. Also das ist 1978 konnte er noch nicht publiziert. So schreibt sie, dass er also zensiert wurde. So schreibt sie an Unzelt. Und Unzelt sagt, ja, sehr schön, sehr spannend. Und die Lektoren lesen im Verlag und tatsächlich wird abgelehnt, weil, und dann, das ist wiederum sehr spannend, Fonseca erinnert den Verleger an die Terroristen in den 70er Jahren, also so Bader Meinhof und anderen, also die Links, Aktivisten, die unter Terroristen genannt wurden, also oder bekannt wurden. Und das ist, ich finde das sehr spannend, das sagt auch etwas über Deutschland, über die Kultur, politische Kontext in Deutschland. Das war Zensurstimmung. Genau, ja. Hier auch, da und hier, ne? Sehr spannend, ja. Er wird später. Aber er ist natürlich dann auch mit Kurzgeschichten und Krimis und so weiter, ist er sozusagen nicht boomfähig. Ja, das ist ein Problem der lateinamerikanischen Literatur generell, würde ich sagen. Also, dass dieser Genre schwierig ist in Europa. Also die Kurzerzählung, würde ich schon. Und man muss seinen Roman schreiben, damit man gut rezipiert wird. Ja. Das stimmt schon, ja. Ja, das hat er ja dann auch gemacht. Also er hat seine Erfolge gefeiert in Brasilien mit der Kurzgeschichte. Vor allem gab es auch den Boom der Kurzgeschichte in den 60er, 70er und 80er Jahren. Also da haben sehr, sehr viele Leute Kurzgeschichten geschrieben und es gibt auch eine lange Tradition. Und man schätzt die Kurzgeschichte auch sehr, aber dann für den verlegerischen Aspekt sind die Romane wichtig. Und er hat es auch gesagt, er findet es einfach auch sehr schwierig, diese Romane zu schreiben, weil man eben so viel, seinen ganzen Handlungsstrang auffächern muss. Was noch ganz interessant ist, und das ist... vielleicht ist das auch ein Grund, warum er nicht verlegt wurde. Also es ist so, dass in Bastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, habe ich ja erzählt, der Protagonist ist ein Filmregisseur und sein Bruder ist Evangelikaler und arbeitet in einer Kirche, einer evangelikalen Kirche und beauftragt dann diesen Protagonisten immer wieder Werbefilme für ihn zu drehen. Und weil er das Geld braucht, macht er das natürlich. Aber da gibt es dann eine Stelle, das ist wirklich da, als ich die jetzt gelesen habe, war ich wirklich baff, weil er hat die Verbindung der Politik
zu den Evangelikalen oder die Evangelikalen hinter der Politik damals schon beschrieben. Also es war unglaublich. Estamos vivendo novos tempos, disse José. Você não está vendo? Não somos mais aqueles crentes ridicularizados pelos católicos, segregados em guetos na periferia das grandes cidades. Só que no Rio existem 200 denominações, centenas de templos evangélicos, 2 milhões de fiéis. Você não tem ideia de quanto arrecadamos por mês só com o pagamento do dízimo. Não era difícil calcular se o número de adeptos mencionado por José fosse verdadeiro, tendo em vista o imposto eclesiástico que eles cobravam. 8 milhões de dólares, eu disse. 8 milhões de dólares por mês. José sorriu. Teria eu feito um cálculo modesto? Vocês pretendem chegar à presidência da República? José sorriu docemente, paciente. Nosso objetivo não é a presidência da República. E se fosse? Perguntou. Porque um membro da Igreja Evangélica não pode ser presidente desse país? Tivemos presidentes fazendeiros, advogados, militares, médicos. Por que não um pastor evangélico? O que um pastor evangélico poderia fazer que fosse pior do que fizeram esses todos que já ocuparam um cargo? A mesma porcaria, então? Wir leben in einer neuen Zeit, sagte José. Merkst du das nicht? Wir sind nicht mehr die Frommen, die von den Katholiken lächerlich gemacht werden und sich in Ghettos am Rande der Großstädte absondern. Allein hier in Rio gibt es 200 Gemeinden, 100 von evangelischen Gotteshäusern, 2 Millionen Gläubige. Du ahnst nicht, was wir im Monat allein durch die Zahlung des Zehnten einnehmen. Das war nicht schwierig auszurechnen, wenn man die Kirchensteuer, die sie erhoben, zugrunde legte und wenn die von José genannte Anhängerzahl stimmte. 8 Millionen Dollar, sagte ich. 8 Millionen Dollar im Monat. José lächelte. Soll ich eine zu bescheidene Rechnung aufgestellt haben? Ihr wollt es also bis zum Amt des Staatspräsidenten bringen? José lächelte und sanft und geduldig. Unser Ziel ist nicht das Amt des Staatspräsidenten. Und wenn es das wäre, ich frage dich, warum soll nicht ein Mitglied der evangelischen Kirche Präsident dieses Landes werden? Wir haben Großgrundbesitzer, Anwälte, Militärs, Ärzte als Präsidenten gehabt. Warum denn nicht einen evangelischen Priester? Was könnte ein evangelischer Pastor Schlimmeres anstellen als all die anderen, die dieses Amt inne gehabt haben? Also der gleiche Mist? Und das erinnert natürlich sehr stark an zahlreiche evangelikale Unternehmer, wie zum Beispiel Luciano Hang oder Salias Malafaia oder Edir Macedo, der ein brasilianischer Unternehmer ist und Begründer der und selbsternannter Bischof der Igreja Universal do Reino de Deus, eine als Wirtschaftsunternehmen strukturell neu charismatische Denomination der Pfingstbewegung. Und er hat sich in der Präsidentschaftswahl für den rechtsradikalen Kandidaten Jair Bolsonaro ausgesprochen, per Facebook. Und das ist natürlich dann kein Zufall, dass Jair Bolsonaro seit diesem Bekenntnis in den Umfragen nach oben schoss und nach der Stichwahl auch den Sieg davontrug. Du hattest auch nach den Anflüssen gefragt, also wie das jetzt so weitergeht. Und es gibt sehr, sehr viele Intellektuelle und Schriftsteller und auch Regisseure, die von Rubem Fonseca beeinflusst sind. Also erst an erster Stelle steht wohl, glaube ich, Patricia Mello. Mhm. Mit ihrem Roman O Matador, mit ihren zahlreichen Romanen, die also diese Gewalt auch aufzeichnet und also nicht so sophisticated wie bei Rubem Fonseca, kann man so sagen, mhm. aber auch interessant. Dann gibt es auch Autoren wie Andrés Santana oder Sergio Santana, die sich an ihm inspiriert haben und Regisseure, wie Walter Salles oder sein Sohn auch, José Henrique Fonseca. Seine Tochter hat sich auch der Schriftstellerei zugewendet. Also es gibt eine ganze Reihe von Künstlern, Intellektuellen, Schriftstellern, die sich an ihm ausrichten. Paula Parisot ist auch noch eine Autorin und Toni Bellotto oder Beto Brandt. Also sie haben diese brutale Komponente der künstlerischen Produktion sehr, sehr verinnerlicht. Gut, dann darf ich mich nochmal bei Ihnen beiden bedanken für die schöne Vorstellung des Werkes von Fonseca und hoffen wir, dass das etwas weiterlebt auch und vielleicht auch in Deutschland mal wieder stärker rezipiert wird, weil es gibt ja nicht allzu viel auf Deutsch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen allen für Ihr Interesse und halten Sie uns die Treue trotz alledem.